Ursprung von Stolz. Welchen Ursprung hat Stolz? Ist es Wissen? Nein, es ist Unwissenheit. Welchen Ursprung hat Unwissenheit? Unwissenheit entspringt dem Gefühl der Dualität, Gefühl von Ich und Mein. Welchen Ursprung hat Dualität? Der Ursprung liegt in Bindung und Hass, Raga und Vesha. Welchen Ursprung haben Bindung und Hass? Sie sind das Produkt von Umständen. Und welchen Ursprung haben diese? Es ist Karma, Handlungen aus vergangenen und dem jetzigen Leben. Welchen Ursprung hat Karma? Der Ursprung von Karma ist die Geburt. Deshalb seid euch darüber im Klaren, dass die Geburt der Ursprung von Kummer und Sorgen ist. Die Gelegenheit, das Geschenk der Geburt zu bekommen, ist für die Verwirklichung des höchsten Zieles zu nutzen. Nur durch die Suche nach der Befreiung von der Geburt könnt ihr euch von Kummer und Sorgen freimachen. Die Pflicht der Eltern ist es, die Kinder von Anfang an auf den richtigen Pfad zu führen. Sie sollen nicht zögern, sie zu verbessern oder sie gar zu disziplinieren, wenn sie auf den falschen Weg geraten sind. Das ist die Aufgabe. Die beste Art und Weise, ihren Kindern Liebe zu zeigen, ist für die Eltern alles zu tun, sie auf den rechtschaffenen Weg zu führen.